Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir müssen in die Kristallhöhle. Dann müssen zu Tobutz und versuchen, rechtzeitig noch da zu sein. Und hoffen, dass es nicht zu spät ist. Und Reptane schon das Zahnrad der Zeit gestohlen hat. Das ist also die Kristallhöhle. Irgendwo in dieser Höhle. Irgendwo müsste ein Durchgang geben. Er müsste es einen Durchgang geben, der uns zum See von Tobutz führt. Aber wenn wir jeden Winkel durchsuchen, wird es ewig dauern. Gehen wir als erstes einfach so weit wie möglich hinein. Lass uns unser Bestes geben, Doki. Natürlich werden wir das. Aber warum sind in solchen Sequenzen nicht unsere Partner noch dabei? Wie hier. Unser liebes Knackleon. So, das war das. Genau, das ist mir nicht... Ja, das Wort ist mir nicht eingefallen. Beziehungsweise der Name des Pokémons nicht. Heieiei. Aber, naja. Autsch. Nein, ho. Oh. Was war das für eine Intensität? 10. Natürlich hat das deswegen so viel Damage gemacht. Eieiei, das war aber auch echt... Das war hartes Damage, ey. Das war echt hartes Damage, Mann. 60 Damage, ey. Stell dich mal vor, jetzt wäre Dings Dragon noch entwickelt zu Riolu. Fuck, wie heißt die Weiterentwicklung von Riolu? Lucario. Ist ja, Lucario dürfte ja Stahl sein, ne? Kampfstahl, soweit ich weiß. Braungummi, wir müssen ja Haru noch seine Haru noch den IQ erhöhen. Denn ja, der hat ja nichts wirklich abgesehen. Also. So, wir haben 2 auf der weiteren Seite und Dragon auch. Ja, er hat nichts. Macht ja auch Sinn, die Pokémon, die man ins Team bekommen, die haben noch keinen erhöhten IQ, soweit ich das jetzt weiß. Der ist einfach ganz normal auf diesen Standard-IQ, auf der Standard-IQ-Höhe. Ich glaube, es sind 5 IQ-Punkte oder 6 IQ-Fähigkeiten, nicht Punkte. Aua. Dann ernst. Oh, wir machen also bei Georox und so, Geowatz und was auch immer, machen wir schon ganz gut Damage, würde ich sagen. Falle wurde nicht aktiviert, okay. Was ist das für eine Falle? Eine Giftfalle. Ich hole mir jetzt noch nicht das Item da, denn ich will nicht auf diese Giftfalle rauftreten. Hier unten wird nichts sein. Warum renne ich hier überhaupt runter? Haben wir eigentlich... Alles... Ja, gut. Alles markiert. Haru Level 26. Alter, Haru holt auf jeden Fall. Das ist schön. Haru ist gut dabei mit dem Level. Das sind 2 Level Unterschied. Ich meine, das geht voll durch, finde ich. Das geht voll klar. Komm. Spezialverteidigung singt. Nice. Eine Luxusbox, die nehmen wir mit. Gut. Nehme ich auf? Ich nehme auf. Persimband. Okay. Burmi, ne? Komm, das packt ihr. Ja. Packt Dragon. Alleine. Mit einem Biss. Wow. Plosivsamen. Oh, wir können auch gerne mal mehr Belebersamen oder so finden. Hi. Ach. Hey. Tja. So ein Tarnil ist auch ein ziemlich cooles Pokémon, muss ich sagen. Tarnil. Noch ein Tarnil. Braun. Das dürfte das Tarnil sein, oder? Braungummi? Nice. Perfekt. Noch ein Braungummi für Haru. Verteidigung von Haru steigt um 1, okay. Ist schon mal nicht schlecht, auf jeden Fall. Verteidigung erhöht ist immer super, eigentlich. 244 Damage. Heieieiei. Hier haben wir einen Reinsamen. Nicht Raussamen. Oh. Ja, ich gebe es dazu, der war mega, mega schlecht. Ja, war er. Noch ein Braungummi, Georock. Kommt zu uns. Was war da? Ein... Oh! Cognodon, okay, cool. Komm, Georock. Ich will Georock treffen. Vipitis, ja, das dürfte das Vipitis sein, das Poke aufgehoben hat, oder? Ja. Das... Georock, komm. Richtiges? Nice, Braungummi. Hier können wir Braungummis farmen in dieser diesem Dungeon. Habe ich das Gefühl. Das ist super. Das ist richtig, richtig super.
Das heißt, merken wir uns auf jeden Fall. Sinelbeere gibt. Dein Ernst? Komm. Danke. Also, falls wir mal irgendwie, ja, halt den IQ von Dings erhöhen wollen und. Dragon Level 29, neue Attacke, okay. Imitator. Nee, brauchen wir nicht. und ja, Braungummis brauchen halt. Dann gehen wir auf jeden Fall in diesen Dungeon. Und farmen hier ein paar. Grüngummis gab es. Nee, Flora-Gummis gab es auch ein paar Dungeons und. Ja gut, Orangegummis. Ich weiß gar nicht, wo haben wir viele Orangegummis gefunden? Ich weiß es nicht. Ich brauche auf jeden Fall noch Röntgenaugen, also das Item, das hatte ich ja schon in dem ersten Mystery Dungeon erwähnt. Das ist ein ziemlich praktisches Item zum Tragen. Das deckt halt auf der Karte alle Items und Gegner auf. Nicht was das für Gegner sind, sondern halt diese blauen und roten Punkte. Stufen zum Vorschein, ich gehe da gleich durch. Ich will noch kurz das Rotgummi hier haben. Finte. Ich finde die Attacke Finte so scheiße in diesem Spiel, ne? Sieht einfach echt ätzend aus. Weiter. Geheimbazar. Wir haben aber kein Pokémon, ne? Wir haben. Ja, gut. Nicht wirklich. Er hatte diese Säcke, ne? Diese. Erkunde, ja. Wundertüten, genau. Ich will mir eine Wundertüte kaufen wieder. Nein! Eine Wundertüte, bitte. Erst kannst du die Wundertüte. Wundertüte öffnet. Sinelbeere. Ja, gut. Komm, eine gönnen wir uns noch. Wir brauchen die Poké ja eh nicht wirklich. Aber wir gönnen uns noch zwei. Unser ganzes Geld dann. Ein Goldband. Oh, Goldband ist schön. Goldband ist sehr schön. Aber wartet. Nein, nein, nein. Wir kaufen uns keine mehr. Nein, zurück. Wer heilt uns? Schlurp heilt uns, ne? Items klebrig geworden. Ah, nee. Nee, nee, nee. Nein. Gut. Nee, Tom, Flucht. Ach, genau. Er zeigt uns, wie wir aus dem Dungeon kommen. Nein. Hatten wir hier nicht irgendwen, der uns heilt? Er vielleicht? Wellness, genau. KP und AP. Und auch dein Magen wird gefüllt. Das ist nämlich super. Wir haben da gerade eben Hunger bekommen. Tschum. Wieder alle AP voll. Also unsere Tanken sind wieder voll. Bei den anderen beiden auch. Und unser Magen ist voll. Das ist super. Ja, ich fühle mich jetzt definitiv wieder besser. Gehen wir weiter. Schöne Sache. Schöne Sache. Ich liebe diese Geheimbazars. Ich glaube, ich habe schon einen Namen für den Part. Ah, ein Shop. Okay. Aber wir haben eh kein Geld. Pürsoff-Schal, was ist das? Kraftband brauchen wir auch nicht. Haben wir Lebersamen, wäre halt schön gewesen, ne? Graugummi. Leider können wir nichts kaufen. Und stehlen ist halt keine gute Möglichkeit, außer dass irgendwie ein Flea-Orb oder so. Kannst somit aus dem Dungeon rauskommen. Neue Attacke, Egelsame. Holen wir uns. Nee. Nee, nee, nehmen wir auch nicht mit in unsere Attackenliste auf. Ist jetzt nicht. Nee, ist jetzt nicht so das. Flair-Samen. Flea-Orb. Okay. Was haben wir noch so? Okay, Treppe. Nice. Schon mal U11. Und alle bisher ein Level aufgestiegen. Das ist auf jeden Fall schon mal nett. Was ist hier? Oh, noch ein Top-Elixier. Okay. Top-Elixier ist immer schön. Top-Elixier ist immer schön. Flora-Gummi? Nein, Grüngummi. Ja, Grüngummi ist für Käfer-Pokémon. Brauchen wir jetzt nicht so. Deswegen geben wir das. Ah, schön. Statusprüfer erhalten. Das ist super. Oder erlernt. Kristallhöhlen-Tiefen. Ist das der tiefste Punkt der Höhle? Hey, Doki, da! Ah, stimmt, ja. Sieh dir die drei Kristalle an. Die sind ja riesig. Sie haben unterschiedliche Farben. Das sind eindeutig besondere Kristalle. Auf dem Weg hierher haben wir nichts Außergewöhnliches gesehen. Also sind diese drei Kristalle bestimmt ein Hinweis, Doki. Sie bergen sicher irgendein Geheimnis. Ja, das klingt logisch. Ich habe dasselbe Gefühl. Auf der Reise zum Nebelsee, wo wir Selfie trafen. Ja, pass auf, geht in Deckung. Da war die Statue von Groudon der Schlüssel. Dann auf dem Weg zum Untergrundsee, wo wir Vesper trafen. Bist du soweit? 1, 2, 3, los! Dort waren die Treibsandstrudel, der durch ganz zum Untergrundsee.
Könnte es sein, dass wir von hier aus einen Weg zum See von Tobots, dass von hier aus einen Weg zum See von Tobots führt? Es müsste so sein, wie an den anderen Orten. Es müsste hier auch ein Geheimnis geben. Wow, der Kristall ändert seine Farbe, Mann, wenn man ihn berührt. Dieser Kristall ändert auch die Farbe, wenn man ihn anfasst. Vielleicht hat das etwas mit dem Geheimnis dieses Ortes zu tun. Berühre sie mal selbst, Doki. Vielleicht wegen dem dimensionalen Schrei, ja. Ja, die Farbe ändert sich, wenn ich ihn berühre. Und der bekommt jedes Mal eine andere Farbe. Kein dimensionaler Schrei? Drei Kristalle, die ihre Farben ändern. Was könnte das bedeuten? Ah, doch ein dimensionaler Schrei, okay. Es fängt schon wieder an. Ein dimensionaler Schrei. Ich verstehe. Es gibt drei spirituelle Elemente: Wissen, Gefühl und Stärke. Tobots steht für Stärke, es ist das starke Wesen. Stärke ist das, was uns antreibt. Sie ist eine Kraft, die uns alle vereint. Sie vereinen heißt, uns eins zu werden. Wenn die Farben der Kristalle eins würden, dann würde der Weg offenbart. Welche Farbe hat das Element von Tobots? Tobots, das ist die Frage. Tobots lebt am Kristallsee. Außerdem muss das Element von Tobots mit den Kristallen verbunden sein. Das heißt also, das war ganz anders als meine vorherigen Visionen. Ich habe nur eine Stimme gehört. Nein, warte, das stimmt nicht. Es war schon mal so. Das war bei der Statue von Groudon. Damals hörte ich auch nur eine Stimme. Aber warum war das so? Warum habe ich damals nur eine Stimme gehört und jetzt erneut? Hey, was ist los, Doki? Oh, hattest du wieder eine Vision? Hat sich wieder ein dimensionaler Schrei ereignet? Ja. Ich wusste es. Was hast du gesehen? Naja, die Stimme hat gesagt, Tobots sei das starke Wesen. Die Stimme sagte, dass die Farben der Kristalle eins werden müsste. Die Farben müssen eins werden. Das ist es. Die Farben sollen gleich sein. Die drei Kristalle müssen die gleiche Farbe haben. Das war eine Idee, was wir tun müssen. Ja, Mann. Welche Farbe sollen sie wohl haben? Die Farbe der Stärke. Das muss die Farbe des Elements von Tobots sein. Tobots lebt am Kristallsee. Kristallhöhle und Kristallsee. Ist das Element von Tobots vielleicht kristallklar? Oder hat es vielleicht die Farbe vom Wasser? Du bist wohl wirklich auf einen guten Gedanken gekommen, was? Okay, ich überlasse es dir, Doki. Mal sehen, ob du das Rätsel der Kristalle lösen kannst. Ich denke schon, aber vorher einmal ein bisschen lagern. Gut, haben wir noch ein bisschen Zeit. Das wegpacken. Eine Sinelbeere noch wegpacken. Ja, die ganzen Samen wegpacken. Gut, wir behalten mal drei Top-Elixiere. Ein Flea-Orb nehme ich gerne mit. Flea-Orb ist immer super. So. Speichern machen tun wir jetzt nicht, aber ich würde sagen, Warte, was haben wir denn? Grün, Rot, Lila, Orange, Gelb, Blau. Ich würde halt Blau sagen, weil Tobots ist ja auch das blaue Pokémon. Also Tobots ist ja Blau. Und ich weiß nicht. Kristalle? Ich schätze Blau. Ich schätze ohne Scheiß Blau. Ja, nice. Blau. Oh, ein Beben. Es wird gefährlich, weg von hier. Ja, Mann. Alter, als ob sich ein Kristall vom Boden aus erhebt. Ein Eingang. Oh, Alter, ist groß. Größer als erwartet. Wow, was ist das? Das ist eine riesige, zerkiffte Öffnung in der Mitte. Meinst du, wir sollten da durch? Vielleicht kommen wir so zu dem See, an dem Tobots lebt. Diese drei Kristalle waren der Schlüssel, Doki. Sie haben einen Weg offenbart, der zu einem Zahnrad der Zeit führen könnte. Gehen wir, Doki. Auf zum See von Tobots. Ja, dass die anderen, die den See hier, die Höhle nicht erkundet hatten, dass die das nicht rausgefunden haben. Ich meine, die haben doch sicherlich auch einfach mal so aus Spaß die Kristalle angefasst, oder? Klingt auf jeden Fall logisch. Ein Belebersam, schön. Dass die das machen sollten oder machen würden eigentlich. Eigentlich macht das Sinn. Ein Kindwurm! Eigentlich bin ich ja nicht so der Fan von vier Leuten, ne? Aber so ein Kindwurm? Nein, schicken wir wieder weg. Aber ein Kindwurm habe ich halt gerne im Team auf jeden Fall. Kindwurm ist cool. Nein. Zurück zur Gilde. Ja. Ist krass, Kindwurm. Schön. Ich meine, Brutalanda ist echt später ein richtig starkes Pokémon. Kindwurm ja allgemein auch, finde ich. Also von daher,
Aber wir bleiben bei Knackleon und Libeldra und dann noch ein Drachen-Pokémon ist ein bisschen unnötig, oder? Ich glaube, noch ein Drachen-Pokémon wäre ein wenig unnötig. Was? Was? Zack. Süße Box. Oh, wie süß. Knuffig. Ziemlich knuffig. Ja. Noch ein Kindwurm. Hallo. Zack. Zack. Yeah. Drei dieser Felder. Drei. Ohne Witz. Was? Wir haben noch 4 Minuten. Ich weiß nicht, ob wir in 4 Minuten diesen Dungeon hier schaffen könnten. Ich bin mir da echt nicht sicher. Wäre auf jeden Fall vom Vorteil. Und ein Flora... Ne, Grüngummi ist es, glaube ich. Aua. Shit. Schnell die Sachen aufheben und weitergehen. Nicht, dass... knackt ja noch irgendwie, also Haru noch ein bisschen, ja, in Arsch geht, weil er gegen ein paar Pokémon kämpfen muss. Wir sind ja nicht darum, ihm zu helfen. Das ist das Problem. Aber naja. Knackleon! Oh! Hatte ich gerade Angst um dich. Haru! Hiuiuiui. Was haben wir hier? Ein Blitz, wow. Blitz ist super. Brauchen wir definitiv. Auf jeden Fall. Ich frage mich, wann Knackleon endlich wieder ein Level aufsteigt. Ist schon ein bisschen her. Ich meine, eigentlich dürfte das schneller gehen als bei unserem Level. Das heißt, der müsste eigentlich noch ein Level mehr machen. Bald mal. Ach komm jetzt. Danke. Ja, danke. Er macht ein Level. Schön. Ja, Werte erhöhen sich alles nur um 1. Ja, was soll's? Was soll's? Echt jetzt? Aber das ist eine Treppe, okay. Aber da war ein Apfel. Egal. Heben wir den Apfel halt nicht auf. Ich hasse diese Fallen manchmal. Manchmal sind die echt... Machen die einem echt einen Strich durch die Rechnung. Moment, und ich wollte noch Items einmal. Ups. So. Zack. Grüngummi, genau. Wir haben noch einen Grüngummi aufgehoben. Haru. Und einmal, gut, Eisenhorn ist fixiert. Trefferorb, yeah. Da war ein Absol. Das ist Absol. Hallo. Ah, ich habe ja kein Rasierblatt fixiert, stimmt. Ha, komm schon, nice. Besiegt. Absol kann ziemlich stark werden. Absol kann ziemlich reinhauen mit seinen Attacken. Das ist, ja. Kann schon schmerzhaft enden. Für Nontor. Oh, nicht schlecht. Für Nontor ist auch stark. Okay, wie es aussieht, doch nicht so. Ich hab's jetzt stärker erwartet irgendwie, muss ich sagen. Also mehr KP. Aber gut. Ich meine, sogar Charmian hat meinen ersten Angriff überlebt. Aber naja, gut. Was soll's. Ist es halt so. Wie viele Ebenen hat denn diese Kristallstraße? Hi. Krass. Ich habe eher erwartet, dass es... Nein, ich will die Poke haben. Dass es eher so ein Pups-Dungeon ist, so gesehen. Nein. So. Zack. Wow, Absol hat auch ziemlich wenig Leben. Wow, warum? Oh, wir sind am Ende, okay. Kristallsee. Aber Leute... Wir beenden hier den Part. Ich würde sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.